Ja, und dann start. Nee. Moment mal. Ah, jetzt funktioniert die Steuerung. Jetzt startet es wieder gleich online und wie es aussieht, leckt schon wieder, aber sollen uns gerade nicht weiter kümmern, denn hoffentlich funktioniert das jetzt mit dem Server. Nein, tut es natürlich nicht, die Zeit ist eingefroren. Aber natürlich kann man die jetzt auch nicht bekämpfen, denn egal ob man die trifft oder nicht, das ist jetzt nicht wirklich so, oder? Das Server funktioniert gerade nicht wirklich nicht, oder? Okay. Funktioniert dann immerhin das hier? Gar nichts funktioniert. Schön zu wissen. Ach, da ist alles stehen geblieben. Naja, dann kann man immerhin Signale abfeuern. Hey, bunte Farben. Nee, dann hilft's nichts. P. Quit. Schade, dachte ich, habe ich endlich was gefunden. Kann ich Folge endlich starten? Hey. Nein. Nee. Bin ich falsch. Analogo. Okay. Ja. Das Verbinden ist wirklich ein Problem. Natürlich. Natürlich war schon voll. Not AFK, really. Natürlich. Natürlich. Kann ich jetzt wieder AFK-Dings zeigen. Failed to connect. Dann lade ich die Seite einfach neu. Nimmt hier zum Glück weiter auf. Unity Multiplayer Room. Mhm. The City 2 ist jetzt sicher schon voll. Weil da war nur noch ein Platz und. Ja, war mir klar. The City 2 erstmal. Irgendwann kommen auch noch andere Sachen, aber. Check on me, Food for Titan. City 1 ist ohne Respawn und. Oh Mann. Nein, das hat funktioniert. Verdammt. Wo ist dieses Food for me? Food for me. The City 2. Kivter E. Ja. Ich meine. Da waren noch 5 Plätze. Die Chancen stehen gut. Aber ich habe schon einiges gesehen hier. Oh, ich dachte gerade, das nehme ich mal. Was? Achso. Hier sieht man noch als L-Voide LP öffentlich empfehlen. Genau. Das wollte ich nämlich schon immer mal machen. Das den Ladebildschirm allen Leuten auf Google Plus empfehlen. Ja. Multiplayer, join Public Server. Jetzt, wenn es jetzt nicht klappt, dann mache ich was Singleplayer. Beta Team, nix Beta Team, Attack on Me. Ja, das. Ah, sieht doch gut aus. V. Episode 3. Ready. Okay, dann steht im Ganzen nicht mehr wirklich was im Weg. Ah, jetzt müsste es gleich starten. Hoffentlich klappt es diesmal. Zuversichtlich sein. Hier sieht man einen Titan. Sieht man überhaupt die Maus? Ja. Ja, sieht man. Hier einen von den Survey Corps. Hier das Zeichen. Und entweder wurde der Raum aufgelöst oder es geht gleich los.
Und wahrscheinlich geht's. Ja, wahrscheinlich geht's nicht los, weil der Raum aufgelöst wurde und das ist hier nie. Weiß man nie so genau. Boah, das ist mir jetzt so blöd. Create Game. Das ist die 2. Let's go. Port irgendwas. Maximale Spieleranzahl 6. Maximale Zeit 99. Die 10, was ist 10? Ja, 10. Public Server natürlich. Normal. Klar. Okay, jetzt heißt es noch warten. Ich muss auch noch sagen, über die Stadt, in einer der letzten Folgen habe ich gesagt, das ist dann die innerste Mauer, aber eigentlich dann doch nicht. Also es ist bei der zweiten Mauer, der Wall Rose, ist es die Öffnung, beziehungsweise so ein Öffnungsdistrikt und ja, da ist halt ein zerbrochenes Tor vorne und dann zeige ich das jetzt einfach, wenn das jetzt hier muss ich so, ach blöd, dass es jetzt wieder nicht geklappt hat und jetzt hat 6 Minuten gar nichts geklappt. Forest 1, nee, Old Level 1, nee, mit Titan oder ohne? Ah, mit Titan, Mikasa, ja. Und da hinten ist ja dieses zerstörte Tor. Da geht's rein und ich glaube aber nicht, dass man das hier sieht, aber dahinter müsste jetzt eigentlich dann das Innere des Wall Rose sein. Und dahinter kommt dann noch die dritte Mauer. Aber ja, es kann sich nur um Jahre handeln. Gleich, sieht man wahrscheinlich nichts, weil die Karte nicht so weit geht. Ja, gut, dahinter müsste noch eigentlich noch sowas sein. Aber ja, dann vielleicht hier noch einen Schritt daneben und hier. Oh, jetzt müsste das Grüne noch gelb sein und dann schön. Ja gut, dann erstmal schön viel Sprit verbrauchen. Aber hoffen, dass das klappt. Und es hat funktioniert. Und jetzt schnell hoch. Da sind 2, das lieber nicht versuchen. Vorerst zumindest. Da hinten sind einzelne. Damit geht's schneller. Ja, da hinten. Ja, da hinten sieht man ja diese durchbrochenen Weil. Ja. Puh, hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber die restliche Zeit will ich jetzt noch so füllen, weil online ist es schon richtig cool, aber bis es halt klappt, ist so eigentlich typisch für Online-Games. Auch für so Battlefield 4 oder was gibt's noch? GTA Online. Und das Manövrieren ist schon richtig cool. Wow, nicht von so einem kleinen Titan. Das wäre peinlich. Um,
Ja, aber besiegen werden wir den wahrscheinlich auch nicht.